Könnt ihr euch noch an diesen von mir kürzlich abgesetzten Tweet erinnern? Einige von euch haben es tatsächlich richtig erraten. Ja, ich meinte das Croc-Franchise. Zwei Spiele, die ich in meiner Kindheit auf dem PC geliebt habe. Den zweiten Teil noch ein bisschen mehr als den ersten, den habe ich noch nicht mal ganz durchgespielt, aber das holen wir ja ab heute nach. Denn Croc 2 ist ein bisschen mehr an Super Mario 64 und andere Spiele dieser Art angelehnt. Und das ist auch kein Zufall, doch dazu später mehr. Heute soll es ja jetzt erst einmal um Croc Legend of the Gobbos gehen. Der erste Teil, welcher übrigens als Yoshi-Game erscheinen sollte. Und dazu auch später mehr. Nur so viel an dieser Stelle. Nintendo war erst ziemlich begeistert von dem Projekt, hat es dann aber doch abgelehnt, sodass die Entwickler von Argonaut Software, die übrigens unter anderem auch Star Fox 2 entwickelt haben, und noch etwas ganz, ganz anderes, wichtiges für das Super Nintendo Entertainment System, aber auch dazu später mehr. Die mussten einen neuen Publisher finden, das wurde Fox Interactive, die glaube ich heutzutage Fox Next heißen. Und es erschien dann nicht auf der Nintendo-Konsole, leider, sondern am 10. Oktober 1997 auf der PlayStation 1 sowie dem Sega Saturn und wenig später auch auf dem PC, wo ich da gezockt habe, weil ich hatte keine PlayStation als Kind. Ich habe zwar ab und zu mal bei einem Freund Fox Interactive's Croc 1 gespielt, aber selber nur ganz kurzfristig dann auf dem PC besessen, kurz darauf Croc 2 und das fand ich dann nochmal viel, viel geiler. Aber bevor wir Croc 2 let's playen, müssen wir noch den ersten Teil nachholen und ich habe mich dazu entschieden, das jetzt zu tun. Auch wenn es wahrscheinlich kein mega erfolgreiches Projekt sein wird, weil die werdet es alle nicht kennen. Aber vielleicht kann ich euch ja doch dafür begeistern, das würde mich mega freuen. Ist wie gesagt ein Game, was sich ja an die Super Mario Spiele orientiert, aber dann doch viel Eigenes auch gemacht hat. Und das war seinerzeit ein Erfolg. 3 Millionen Verkäufe. Fox hat geplant, dazu ein Multimedia-Franchise zu machen. Das hat nicht ganz geklappt. Es sollte auch eine animierte TV-Series geben. Das ist alles in die Hose gegangen, leider. Zwischenzeitlich ist Argonaut Software dann später auch pleite gegangen. Aber Croc war das erfolgreichste Projekt, was sie jemals zustande gebracht haben. Das Level-Design, die Grafik und der Sound wurden mega gelobt. Dagegen die Kamera und Steuerung nicht so. Das werden wir auch gleich sehen. Aber zuerst schauen wir uns doch mal die Story genauer an. Das kleine Krokodil Croc wurde als Kind ausgesetzt und von den Gobbos, fiktionale Wesen, die auf Gobbo Valley leben, gefunden und großgezogen. Doch irgendwann tauchte der böse Zauberer Baron Dante auf und hat sie alle gefangen genommen. Nun liegt es an Croc, sie zu befreien und den Frieden wiederherzustellen. Das hier ist die Oberwelt und ich würde sagen, wir starten unser Abenteuer.
Nicht wundern, die Oberwelt sieht noch ein bisschen spärlich aus. Man darf aber nicht vergessen, das ist eines der ersten 3D-Plattformer-Games, die es jemals gab. Und dementsprechend hakelig ist auch die Steuerung sowie die Kamera. Ist ein bisschen schwierig zu beschreiben für Leute, die es noch nie gespielt haben, aber hier sieht man es eigentlich ganz gut. Wann immer ich die Richtung ändern möchte, muss ich erstmal einen Moment mit Croc in diese Richtung gucken und der dreht sich dann auf der Stelle. Das ist ziemlich schwierig. Ich kann mich zwar auch seitwärts bewegen, aber grundsätzlich ist die Steuerung schon etwas hakelig. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich kann mich zwar auch an einem Punkt um 180 Grad drehen, was ab und zu auch mal was bringt. Aber dieses Ausrichten ist tatsächlich ganz, ganz wichtig und essentiell in diesem Spiel. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Neben dem Schwanzschlag habe ich auch noch eine Stampfattacke, die ich gleich mal hier brauchen werde, weil ich glaube, ich muss zwei oder dreimal auf dieser Plattform stampfen, um eine Bonus-Area zu erreichen. Ja, genau, das wusste ich noch. In dieser Bonus-Area gibt's, glaube ich, den... oder? Keine Ahnung. Jedenfalls, die Kisten kann ich nicht mit dem Schwanz zerstören. Ich glaube, das ging erst im zweiten Teil. Aber mit der Stampfattacke lassen sie sich zerstören und dann kommen wir an den Inhalt. Die Herzen bringen mir Leben oder besser gesagt Versuche, denn die Leben sind, ja, kann man sagen, an die Kristalle gekoppelt, so ähnlich wie die Ringe beim Sonic-Franchise. Wenn ich getroffen werde, dann verliere ich alle Kristalle und erleide ich dann einen weiteren Hit. Gehe ich down? Ich werde für dieses Let's Play erstmals versuchen, alles zu sammeln, sprich alle Gobbos finden oder befreien, so wie ihn hier, und alle farbigen Kristalle sammeln, denn neben den normalen gibt es auch farbige Kristalle, 5 an der Zahl, und wenn man die alle hat, kann man eine besondere Tür am Ende eines Levels öffnen, wo dann nochmal ein Gobbo oder ein Rätsel oder irgendwie sowas ist. Ja, und hier sieht man auch, wie sinnvoll dieses Drehen ab und zu mal ist. Ja? Wenn du an einer Stelle entlangläufst und dich dann wieder umdrehen musst, dann kann man durch Knopfdruck sich um 180 Grad drehen und das alles recht entspannt angehen. Aber wie gesagt, man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Ich denke, ich mache Fortschritte, aber für Leute, die das Spiel nicht kennen, hört sich das jetzt alles erstmal seltsam an. Und ich muss auch sagen, für ein erstes Level ist das hier alles andere als einfach. Aber ich habe das Spiel auch nicht einfach in Erinnerung. Ich habe es, wie gesagt, auch nie durchgespielt. Die ersten zwei Welten, die kenne ich noch relativ gut. Aber ich glaube, die dritte habe ich nie beendet. Was natürlich zum einen daran lag, übrigens, da ist das Ziel, der Gong. Hallo, Bruder? Wieder rauf! Das lag zum einen daran, dass es mir dann irgendwann zu schwer war. Weil ich hatte auch so einen richtig beschissenen Controller für den PC damals. Mit dem ich nicht so richtig umgehen konnte, Duel. Oh, Vorsicht. Aber ich glaube, im Brunnen ist auch nochmal ein Secret. Ja. Also zum einen lag es daran und zum anderen habe ich, wie gesagt, Croc 2 noch ein bisschen mehr gefeiert. Und das habe ich kurz darauf bekommen. Croc 2 ist halt ein bisschen mehr an Super Mario 64, Banjo-Kazooie und Donkey Kong 64 angelehnt. Und ihr wisst, wenn ich die Wahl habe, dann fühle ich solche Spiele halt auch nochmal ein bisschen mehr als in Anführungsstrichen nur ein 3D-Jump'n'Run-Plattformer. Weil an sich ist das hier eigentlich nur ein Super... Also nur, nochmal in Anführungsstrichen, ein Super Mario World in 3D. Ja, du spielst halt von Level zu Level, sammelst die Sachen und gut ist. Ja, aber Croc 2 hat nochmal mehr Missionen und all das, was Mario 64 und Co. ausgemacht hat. Werden wir dann sehen. Jetzt spielen wir aber erst einmal Croc Legend of the Gobbos. Im ersten Level haben wir alles, denke ich. Ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Anzahl pro Welt gibt. Oder pro Level. Wie viele Gobbos man finden kann. Aber hier habe ich jetzt auf jeden Fall 6 Stück. Sollte ich irgendwann mal welche verpassen, dann werde ich die natürlich nachträglich noch reinschneiden. Ich denke, es gibt auch, oder? Ja doch, hier steht 6, aber es steht nicht da, wie viele es insgesamt gibt. Dann, gucken wir mal. Übrigens, man kann für jedes Level ein Passwort bekommen. Das ist ebenfalls ein Überbleibsel aus der alten Zeit. Die Älteren unter euch werden es kennen. Man kann natürlich auch jederzeit speichern und den Spielstand laden, aber grundsätzlich läuft das so ab. Wenn man down geht, dann kann man entweder seinen Spielstand neu laden. Wenn man nicht gespeichert hat, dann sollte man sich zumindest die Passwörter merken. Denn mit denen, na komm, rauf mit dir. Ähnlich langsam wie Link. Denn mit den Passwörtern kann man wirklich zu jedem Level springen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll gewesen für Spieletester damals. Ja, die musstest du dir halt merken. Und theoretisch
kannst du dann eigentlich das Spiel von dort beginnen, wo du möchtest. Weg mit dir. Also wenn ich Bock hätte, dann könnte ich jetzt auch schon ins letzte Level mit dem Passwort, was ich dann im Internet finden würde wahrscheinlich, und das Spiel beenden. Aber wir wollen es jetzt zu 100% zocken. Und es würde mich freuen, wenn ihr mich auf der Reise begleitet. Das Spiel ist nicht allzu lange. Ich glaube, es gibt 5 Welten insgesamt. Wobei 4 die Main Story umfassen. Und die 5. Welt ist dann irgendwie so eine Bonuswelt mit Secret Ending. I don't know. Ich habe es nur ganz kurz gegoogelt. Ich weiß es selber nicht. Wie gesagt, ich habe selber nur bis zur 2. Welt maximal die ersten Level der 3. Welt gespielt. Danach wird es tatsächlich blind. Aber auch wenn das Spiel nicht einfach ist, ich werde dabei bleiben. Wir spielen es zu 100% durch. Genauso dann auch den 2. Teil, den ich nochmal mehr fühle. Den man auch nur teilweise mit dem hier vergleichen kann. Also die sind schon sehr unterschiedlich. Einige Sachen sind übernommen worden, aber wie gesagt, das hier ist eher ein Mario World Game, sag ich mal. Und Croc 2 Mario 64, wenn man den Vergleich ziehen möchte. By the way, ich spiele hier eine besondere Version, eine Remaster-Version, die niemals offiziell erschienen ist, die aber jemand namens Epic LPA entworfen hat. Die läuft auf dem PC und hat bessere Texturen, besseres Lightning. Man kann zwischen PC und PlayStation 1 Audio wechseln. Ich glaube sogar, die PlayStation 1 Audio ist besser als die vom PC. Also zumindest habe ich das mal gehört. Kann ich mir eigentlich nicht so ganz vorstellen, aber who knows? Auflösung lässt sich verändern. Also, ihr könnt es im Widescreen spielen, deswegen muss ich hier zum Glück auch nichts stretchen und kann das sozusagen in Anführungsstrichen nativ in 4K hochladen. Also es ist eine inoffizielle Remaster-Version, obwohl der damalige CEO von Argonaut Software vor kurzem noch getweetet hat, er wird Croc irgendwann remastern. Er weiß nicht wann und wie, aber er hat es vor. Man wird halt dann einen Publisher suchen oder wahrscheinlich ein Kickstarter-Projekt starten. Aber ich bin dann auf jeden Fall mit am Start und supporte das. Dennoch konnte ich nicht warten. Ich muss zugeben, ich bin schon ziemlich lange dabei, dieses Let's Play hier zu planen. Ich habe mich halt nie getraut, weil ich wusste, das wird schwer auf YouTube, wo jeder nur Hype-Games sehen will. Aber in letzter Zeit ist mir ja vieles scheißegal geworden, so. Deswegen, let's go, wir spielen Croc. Und, ja, auch das 2. Level scheint zu passen. Ich verlinke euch diese Remastered-Version mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das Spiel vielleicht mal selbst geben. Ist sehr, sehr gelungen. Leider gibt's das nicht zu Croc 2. Ich weiß nicht, ob das noch kommen wird, aber das wäre so ultra geil. Vielleicht schreibe ich diesen Epic LP ja mal an. Mal sehen. Oh, macht schon Spaß. Und ich habe mich jetzt teilweise schon an die Steuerung gewohnt. Aber jetzt wird es Zeit, ein bisschen in die Geschichte zurückzublicken. Ich habe es ja am Anfang angeteased. Alter, dieser Baumstamm. Croc sollte ursprünglich ein Yoshi-Game werden. Dazu muss man aber erstmal anders ausholen, denn Nintendo hatte... Ach, ich wusste doch, dass am Anfang was ist. Ich wollte mich noch umschauen. Nintendo hatte mit Argonaut Software seit einigen Jahren eine innige Freundschaft. Das lag daran, dass sie viel Technik für Nintendo übernommen haben. Unter anderem haben sie nämlich den Super FX-Chip für das SNES entworfen. Und das Super FX ist super wichtig gewesen für Nintendo und die, also eigentlich für die gesamte Videospielindustrie, denn, oh shit. Das war der erste oder einer der ersten 3D-Chips, der es ermöglicht hatte, 3D-Polygone darzustellen. Sieht man beispielsweise an Star Fox, aber auch Super Mario World hat diesen Chip genutzt. Das SNES hat dadurch wirklich nochmal einen ordentlichen Leistungsboost bekommen. Und das hat natürlich Nintendo auch appreciated. Argonaut Software hat selber schon einige Games rausgebracht. Ich kann hier mal eine Liste einblenden, die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren. Aber Talent hatten sie auf alle Fälle. Und deshalb haben sie sich irgendwann gedacht, yo, wir sind noch Best Friends mit Nintendo. Wir haben da eine geile Idee. Oh, warte, was ist das? Oh shit. Oh nein, ich bin nicht gut in sowas.
Ich glaube ganz rechts. Ja, gut. Ja, so kleine Minispiele gibt's auch. Ja, die dachten sich, ey, wir sind doch Best Friends mit Nintendo. Wir haben da so eine Idee. Wir machen ein Yoshi-Kart-Game. Das sollte ein Hybrid aus Super Mario World und Super Mario Kart werden. In 3D. Und wäre somit das erste oder zumindest eines der allerersten 3D-Racing-Games seiner Zeit geworden. Nintendo war von einem ersten Entwurf ziemlich angetan. Ich brauche den Schlüssel noch, shit. Und, warum auch immer, kurz darauf haben sie das Projekt aber doch nicht freigegeben. Und, das hatte dann leider auch zur Folge, dass man sich mit Argonaut zerstritten hatte. Was jetzt aber nicht hundertprozentig daran lag, weil tatsächlich, also zumindest nach eigenen Aussagen, haben sie schon damit gerechnet, dass es rejected wird. Einfach weil, naja, Nintendo war damals ultra arrogant, fast schon abgehoben und asozial. Das ist wirklich die asozialste Zeit von Nintendo gewesen. Kurz darauf entstand ja auch PlayStation, was ebenfalls sozusagen von Nintendo verschuldet war. Die Story kennt man. PlayStation bzw. Sony sollte ein CD-Laufwerk herstellen für Nintendo-Konsolen. Der Deal war quasi schon unter Dach und Fach und irgendwann hat sich Nintendo dann gesagt, ach komm, wir brauchen euch nicht, machen das selber, haut ab ihr. Und so ist dann die PlayStation geboren. In aller Kürze jetzt zusammengefasst, die Story ist natürlich umfangreicher, aber ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal auszupacken. Und das sollte man eigentlich auch kennen, weil das ist natürlich absolute Geschichte. Nintendo hat sich seinen größten Konkurrenten selbst geschaffen. Und in der Zeit waren sie halt generell, ich weiß nicht, einfach abgehoben. Und das gleiche hat man dann eben auch mit Argonaut abgezockt. Erst von der Technik profitiert, aber dann, sobald sie aufmüpfig wurden und auch mal was Größeres machen wollten mit ihren IPs, ein westliches Studio, weil die waren ja keine Japaner, und damals war Nintendo halt wirklich auch noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht rassistisch sagen oder national, wie auch immer. Jedenfalls, es war halt krass unmöglich in Nintendos Augen, dass ein nicht-japanisches Studio irgendetwas mit ihren IPs macht. Heute ist das ganz anders. Heute geben sie ja ziemlich viel auch an andere ab. Aber früher, no way. Wo ist der Schlüssel, verdammt? Ah, hier! Weil der kann nicht hinter der Tür sein. Das ist ja ein Bonus-Area. Okay. Ich hoffe, dann haben wir hiermit auch alle. Ja, 6. Nee, 5. Aber der 6. müsste ja dann noch in der Bonus-Area sein. Ja. Das ist so die Kurzfassung der ganzen Geschichte. Nintendo hat's rejected. Argonaut war dann natürlich traurig, aber auch nicht überrascht. Sie haben tatsächlich damit gerechnet. Der Clou ist allerdings... Oh, warte, neues Minispiel. Was zum Geier? Oh nein, muss ich die alle treffen? Dann habe ich schon versaut. BTF! Oh, hier wird die Steuerung mal richtig zum Nachteil. Okay, aber mit der Ansicht könnten wir es noch schaffen. Ich hoffe, ich muss nicht alle treffen. Das wäre aber schon echt heftig. Wir werden es gleich sehen. Alter, was geht? Aber jetzt ergeben auch die Schafe auf der World Map Sinn. Yes, okay. Alles gut, ich habe den 6. Dann müssten es pro Level 6 Stück sein. Alright. So, zurück zur Story. Wo war ich denn eigentlich? Genau. Nein, Moment. Boss Time! Lol. Okay. Und das hat Dante eben auch mit den Gobbos vor, sie in Monster zu verwandeln. Wir müssen das verhindern. So, jetzt lass mich aber die Story mal beenden hier.
Argonaut musste dann einen neuen Publisher suchen und vor allem auch das Spiel umdesignen, weil Yoshi dürfen sie dann natürlich nicht mehr verwenden. Deshalb hat man nach jungen Designern gesucht, die frisch sind, die tolle Ideen haben und ist dann auf Simon Keating getroffen. War sein erster Job in der Videospielbranche. Er hatte die Vorgabe, er sollte einen Charakter entwerfen, der Yoshi ähnlich sieht. Und nach einigen Entwürfen ist dann eben das Krokodil Croc entstanden. Und by the way, dieser eine Zahn, der da so aus seinem Mund herausragt, der ist eine Anlehnung an das Haustier von Simon. Und es ging auf! Das Spiel wurde ein Erfolg. Vor allem auf der PlayStation. Das ist ja das Witzige. Beim großen Konkurrenten konnte man 1,5 Millionen Einheiten absetzen und dann später mit dem Sega- und PC-Release auf über 3 Millionen kommen. PlayStation hat dann, glaube ich, Croc auch noch in diese Best-of-Geschichte aufgenommen, weil die hatten, glaube ich, Greatest Hits hieß das, glaube ich. Genau. Die hatten auch sowas wie Nintendo Selects, eben PlayStation Greatest Hits, wo Top-Games nochmal mit einem günstigeren Preis re-released werden. Und so kam man dann auf über 3 Millionen Einheiten, was ein sehr großer kommerzieller Erfolg war. Anders als der Boss. Aber gut, das ist ja auch der erste. Dann müssen wir klein anfangen. Alles entspannt. Und weg mit dir. Voll süß. War wohl mal eine Ente. Oder was, sowas in der Art. Ist halt schön, das Spiel hat auch so einen Rare-Touch, finde ich. Obwohl ja die Rare-Games der 3D-Area da noch gar nicht so präsent waren. Oh, ich glaube, wir kommen zu einem Speziallevel. Ich weiß jetzt nicht, wie man das freischaltet, aber da stand 1S. Das ist kein Main-Story-Level. Könnte damit zusammenhängen, dass wir bis jetzt alle Gobbos gefunden haben oder alle Kristalle. I don't know, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dürfte jetzt etwas schwieriger werden als alles zuvor. Mal sehen. So, jetzt kommen wir aber noch abschließend zu dem Grund, warum man sich endgültig mit Argonaut Software zerstritten hat. Und das ist jetzt natürlich ins Reich der Verschwörungen, Gerüchte und Streitereien zu verbannen. Aber es soll wohl so gewesen sein, dass Nintendo von dem Prototyp, den Argonaut damals vorgelegt hat, ziemlich viel für Super Mario 64 abgekupfert hat. Ja, in einem Interview hat dann nämlich der CEO von Argonaut gemeint, ja, es kann kein Zufall sein, dass er beim Spielen von Super Mario 64 ziemlich viel vom Aufbau und der Umsetzung von seinem damaligen Prototyp wiedererkannt hat. Dann endete natürlich die Freundschaft und es gab hier und da Vorwürfe gegen Miyamoto und Co. Man weiß natürlich bis heute nicht, was stimmt, aber ich sag mal so, ich kann es mir durchaus vorstellen, denn wie gesagt, Nintendo war halt damals schon echt hardcore asozial. Hat versucht, von anderen zu profitieren und sie dann abzuziehen. Das ist ja Fakt. Und es kann durchaus auch sein, dass sie das hier ebenfalls getan haben. Aber konkret wissen tun wir nichts. Ich find's nur schade, weil Argonaut hatte wirklich talentierte Entwickler und man stelle sich mal vor, was aus Yoshi geworden wäre, hätte er dieses Spiel hier bekommen. Ja? Ist natürlich jetzt alles Spekulation, aber Yoshi könnte heute nochmal größer sein. Als erst jetzt ist. Ich weiß es nicht. Aber dieser Gegner ist ja mal übel probiert. Nicht alle Designs sind so gelungen. Übrigens, die kleinen Mini-Dantes heißen Dantinis. Ja, Baron Dante und seine Dantinis. Die werden wir überall auf der Welt treffen, denn sie haben die ganze Gobbo-Welly überrannt. Ich denke mal, ich mache immer eine halbe Welt pro Part. Also ich kann es natürlich nicht so richtig einschätzen, aber ich denke mal, dieses Level sollte das letzte für diese Folge sein und dann machen wir den Rest im nächsten Part. Kaum gespawnt, schon wieder tot. Hast du verdient. Mich wundert es nur gerade, dass ich bisher noch keinen
farbigen Kristall gefunden habe. Gibt's die hier nicht? Das könnte dann wirklich damit zusammenhängen, dass das Level vielleicht nur auftaucht, wenn man alle Kristalle bis hierhin gesammelt hat. Aber ich habe auch noch keinen Gobbo, oder? Oh, was? Nein! Oh, da ist er, der erste Fail. Ich dachte, ich schaffe es in dieser Folge, ohne tot zu bleiben. Und dann das. Zwei Wege. Ich glaube, ich folge erstmal den Kristallen. Dafür brauche ich ja nochmal einen Schlüssel oder einen Knopf. Okay, jetzt wird's wirklich assi. Ich hoffe, ich habe mich mit den 100% nicht übernommen. Wie gesagt, ich habe das Spiel halt schon schwer in Erinnerung. Klar, jetzt hat man mehr Skill als Kind und vor allem auch einen besseren Controller. Aber... dennoch. Oh, da ist das Rechenschlüssel. Oh, wie... fuck, wie gemein. Oh, no, 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 no. Dass diese Plattformen sich drehen, ist so ultra fies, weil du musst dich ja dann an der Stelle gegendrehen. Sonst springst du ins Niemandsland. Na, jetzt hat man es gut gesehen. Das hat mich nämlich nicht gedreht. Ich kann dann höchstens in der Luft den Sprung korrigieren. Das ist wirklich der einzige große Kritikpunkt an dem Spiel. Die Steuerung. Oh Gott, was mache ich da? Aber du hättest es damals halt auch nicht anders machen können. Dafür ist Grafik und Sound wirklich episch, finde ich. Und, Digga, der Soundtrack von Croc 2 ist nochmal so viel geiler. Ich liebe dieses Spiel. Ich freue mich so sehr auf das Let's Play. Ich weiß nicht, wann es kommt. Das hängt bestimmt auch davon ab, wie ihr jetzt Croc 1 aufnehmt. Aber ich sag's nochmal, der zweite Teil ist meines Erachtens nach nochmal besser. Ich glaube, viele sehen es anders. Viele fühlen den ersten mehr. Hat sich auch besser verkauft. Aber ja, ich liebe halt wirklich diese 3D-Plattformer, wo du Missionen zu erfüllen hast und alles. Und das werden wir dann in Croc 2 bekommen. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, ob die Kristalle auch noch irgendwas bringen, wenn du sie ins Ziel mitnimmst. Wahrscheinlich kriegst du für 100 ein neues Leben dann, oder? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Generell dürft ihr mir gerne noch Trivia, die ich in diesem Video nicht genannt habe, in die Kommentare posten. Oder auch Grundsätzliches zum Spiel, was ich noch nicht genannt habe, weil, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das Level hier freigeschaltet habe. Denke aber, es hat mit den Kristallen zu tun. Alter, wie weit geht denn das hier noch rauf? Und warum sehen die Wände so gruselig aus? Ich finde es übrigens cool, dass die Plattformen und auch die Kisten so ein bisschen was von Krokodilshaut haben. Das hat auch nochmal eine grafische Referenz an den Hauptcharakter Croc nimmt. Okay, da ist ein extra Leben. Und noch eins. Scheint auch alles zu sein, was es hier zu holen gibt. Aber gut, wir werden die brauchen, glaubt es mir. Lieber jetzt anfangen zu farmen, als später irgendwann Richtung Game Over zu gehen. Ich bin selbst auch noch richtig gespannt, wie heftig es wird. Okay, Fallschaden gibt's keinen, auch wenn Croc da am Schreien war. Und das Puzzleteil, genau, das Puzzleteil ist in diesen Leveln immer das Ziel, deswegen habe ich das vorhin noch nicht eingesammelt. Gut, dann haben wir doch einen ersten Überblick bekommen. Es macht super viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und nächstes Mal geht's weiter mit Croc Legend of the Gobbos Remastered Edition.